Es gibt Menschen, die gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Tritt Widerspruch gegen ihre Meinung oder ihre Handlungen auf, dann ziehen sie sich zurück. Sie wollen nicht anecken an andere Personen. Sie wollen keinen Streit mit anderen Menschen. Einige Menschen wissen davon und machen sich das zu nutzen, um sich bei denen durchzusetzen. Sie drohen mit Streit oder Liebesentzug. Es gibt Menschen, die bilden sich keine eigene Meinung. Sie wollen lieber mit dem Strom der vielen Menschen und ihrer angesagten Meinung mitschwimmen und nicht gegen den Strom mit einer anderen Meinung ausgegrenzt werden. Auch gibt es Menschen, die sich nach den jeweiligen Trends richten oder sich nach der Mode richten. Sie kaufen sich Statussymbole, die gerade angesagt sind, um bei anderen Mitmenschen anerkannt zu werden. Es gehen viele Mitmenschen den Weg des geringsten Widerstandes und sind damit doch eher Mitläufer im Leben, bei allem, was sie machen. Sie denken manchmal auch nicht mehr selber und überlassen das anderen Menschen für sich. Sie brauchen Menschen, die ihnen sagen, was sie tun, sagen oder denken sollen. Hat man das Gefühl bei ihnen? Gebt das Denken nicht ganz auf, würde ich sagen. Denn es kann gefährlich sein, wenn man anderen Menschen alles im Leben überlässt.